Hey Leute, was geht, was geht? Ich stehe hier mitten auf der Straße, bin in Köln unterwegs, Mülheim, und werde hier Elf Grill testen. Elvim heißt das. Das ganz Besondere an dem Restaurant ist, dass die hier Char-Kebab haben. Das heißt, der Spieß dreht sich horizontal. Nicht vertikal, sondern horizontal. Bin sehr, sehr gespannt. Der soll auch gut schmecken. Und ich würde sagen, ich laufe schnell mal rüber und wir testen den. Achi, ich zeige euch das direkt, weil das einfach nice aussieht. Ich habe kurz so eine Runde gedreht im Laden. Ich glaube, ich nehme den mit, den Dürüm, und dann esse ich den irgendwo hier im Park oder so. Ich will die Gäste auch nicht belästigen. Die essen da auch in Ruhe, ist so ein bisschen was los schon. Und deswegen macht es Sinn, ich nehme so einen Dürüm mit, dann esse ich den hier irgendwo im Park, dann können wir ihn auch direkt bewerten. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Kann man auch so zum Mitnehmen in die Hand? Dann machst du mir so einen Dürüm mit diesem Fleisch hier. Bin gespannt, wie er den schneiden will. Normalerweise machen die ja mal mit Maschine von oben nach unten oder Messer von oben nach unten. Jetzt bin ich gespannt. Bin sehr gespannt, wie du den schneiden willst. Sonst immer normal von oben nach unten. Char Kebab, ja. Woher kommt das? Für die deutschen Zuschauer. Erzurum. Aha. Guck mal, dann legt ihr das noch einmal hier aufs Grill. Uff. Eine Person. Ja. Salat? Salat kann alles drauf. Ciao. Hab jetzt mein Dürüm. 10 habe ich jetzt bezahlt. Ganz ehrlich, für diese Qualität, allein wie das da Fleisch, also 100% Lamm, du hast das Steak und wie die das da zubereiten, bin ich euch ganz ehrlich, da zahle ich die 10 Euro. Wirklich, wenn du nach Frankfurt gehst in die Stadt, da kostet so ein schäbiger Döner, zahlst du auch schon 10 Euro. Vollkommen okay, so jetzt müssen wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen, wo wir den snacken können. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie weit zu laufen. Gibt es hier einen Park, Alter? Kennst du doch gar nicht aus. Ja komm, ich mach das jetzt einfach hier. So ein Spielplatz. Tischtennisplatte, Junge. Das waren Zeiten, früher immer so Rundlauf. Mein Dürüm, bin gespannt. Die haben da nur einen Dürüm, tatsächlich. Also wenn du so Kebab bestellst, haben die da nur Dürüm. Die haben nicht dieses klassische Sandwich, sondern nur in so Rollo geben die das. Oh, das sieht schon mal richtig, richtig nice aus. Wisst ihr, was mir jetzt schon gefällt? Das ist nicht so dick, das ist nicht so krass vollgestopft. Okay. Boah. Digga, nicht euer Ernst. Das ist einfach original türkische Art. Obwohl das 100% Lamm ist, schmeckt das nicht so stallig. So nach Stall, wisst ihr, was ich meine? Bei Lamm ist es meistens so, dass wenn du zusätzlich Fett noch oben drauf hast, dass es so stallig schmeckt, nach so Bauernhof, finde ich irgendwie. Das hast du bei dem nicht. Nice. Wirklich, ganz einfach belegt. Du hast Petersilien, Zwiebeln, Sumak ist drauf, das Fleisch, Tomaten, das reicht. Keine Soße, ganz wichtig. Ich habe jetzt auf die Schnelle gegessen, da war irgend so ein Penner, war da irgendein Junkie. Der hat ein bisschen Faxen gemacht. Ja, also Elvim ist wirklich ein Top-Laden. So ein kleiner, süßer Laden mitten auf der Hauptstraße hier in Köln-Mülheim. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, ich feiere das generell sowieso, wenn die ihren Dürüm oder Döner so ohne viel Schnickschnack zubereiten. Dieser Char-Kebab war für mich das erste Mal und ich bin wirklich überrascht. Ich pflanze mich jetzt einfach hier hin. Das Fazit zu Elvim Restaurant hier in Köln-Mülheim. Wirklich top, also hat mir sehr gut gefallen. Feier das, wenn ihr die Döner oder die Rollo-Dürüm, was weiß ich, ohne viel Schnickschnack zubereiten. Ne, du hast da wirklich, auf meinem Dürüm war da wirklich nur Zwiebeln, Petersilien, Tomaten hatte ich drauf, Sumak kam oben noch drauf. Das Fleisch hat sehr, sehr lecker geschmeckt. 100% Lammfleisch, hat der Chef gesagt. Bin wirklich sehr überrascht, dass das Fleisch nicht so stallig geschmeckt hat. Normalerweise, wenn du nur Lammfleisch hast, schmeckt das so stallig, so irgendwie nach Bauernhof, habe ich das Gefühl. Das hast du hier nicht. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auch weiterempfehlen. Jetzt dieser Polizeieinsatz da vorne vor Ort hat so ein bisschen das Video gecrashed. Ich wollte eigentlich da in Ruhe essen. Da war auch relativ viel los und ich wollte die Leute einfach nicht abfacken. Und also mit der Kamera, wenn ich jetzt irgendwo essen gehe oder in Ruhe essen gehen will, ich will einfach nur damit sagen, ich kann es nachvollziehen, wenn die Leute das nicht mögen, so wenn da jemand mit der Kamera rumfuchtelt. Absolut verständlich. Deswegen habe ich das mitgenommen, zum Mitnehmen. Diesen Dürüm. Fleischquali war wirklich top. Dieses Char-Kebab nennt man das. Kommt aus Erzurum in der Türkei. Das ist vertikal, so den Spieß drehen die so vertikal, nicht horizontal.
andersrum. Der wird so horizontal gedreht, nicht vertikal. Wer den geschnitten hat, so schön fein mit einem Messer einmal so drüber lang. Wirklich super, hat mir sehr gut gefallen. Top Plan. Wenn ich jetzt hier wohnen würde in der Nähe oder vielleicht in der City von Köln, dann würde ich auch extra nach Mülheim fahren, um den zu essen. Also wirklich hat mir top gefallen, kann man nichts sagen. Das war's mit dem Video, Leute. Denkt daran, zu liken, kostenlos ein Abo dalassen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und es folgen noch 2 Videos hier in Köln. 2 Spots werde ich noch abchecken. Je nachdem, ob ich welches jetzt, kann sein, wenn ihr dieses Video schaut, dass das andere schon hochgeladen ist oder die anderen beiden. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal abchecken. Deswegen kostenlos ein Abo dalassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke für euren Support. Kuss geht raus.